dafür, dass sie dann Geld bekommen für diese Kampagne, sagen, dass das super funktioniert. Kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Light Gel. Sieht so glowy aus. Das ist so glory. Und ich muss sagen, dass ich auch mega gehypt bin. Ja, das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil sie auch hier ihre Follower anflunkert. Die Idee von Hydrohype war natürlich nicht von heute auf morgen geboren. Ich sitze seit einem halben Jahr an diesem Projekt und ursprünglich war es auch die Idee, Leon Mascher zu veräppeln. Der ist der König der Pranks in Deutschland und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Aber was ihm auf jeden Fall lassen muss, die Sachen, die er macht, ich weiß nicht, wer den verfolgt, also ich verfolge den nicht aktiv, aber man kriegt ja immer mal Sachen mit. Wenn der solche Sachen aufzieht, dann macht er das wirklich gut, ne? Und sind immer interessante Sachen, finde ich. Wie mit den Fußballklamotten da oder so. Also das ist auf jeden Fall stark. Macht sich Gedanken, weißt du? Und Leon hat mich sogar für die Namensfindung bei der PR-Firma inspiriert. Die heißt nämlich Corcovado Promotions. Und Corcovado ist der Berg an, richtig, der Copacabana. Tanze für dich wie eine Diva. Leute, ich habe eine Zusage bekommen und zwar von Leon Mascher, der König der Pranks, hat zugesagt. Den hatte ich tatsächlich vor ein paar Monaten schon mal angefragt und damals für Instagram, aber da sind wir nicht zusammengekommen. Dann kam jetzt die Idee, ihn einfach mal anzufragen für Snapchat und da haben wir uns auf einen Preis geeinigt, der passt. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch die Überlegung, was könnte Leon Mascher in seiner Story sagen, dass es witzig wird. Urangestein und so hatten wir jetzt alles schon. Und den gibt's noch, Alter? Ohne Scheiß? Leon Mascher? Wusste ich nicht, ne? Ich dachte, der wäre weg vom Fenster da. Quasi so getreu nach dem Motto, außer Augen, aus dem Sinn, erstmal nur noch auf Snapchat unterwegs sein, ne? Kann man da Geld verdienen, Alter? Ich frage für einen Freund. Und es gibt eigentlich noch eine Zutat, die noch nicht genannt wurde, und zwar das Pipi-Kaka-Seed-Oil. Einfach nur, damit er Pipi-Kaka in seiner Story sagt. Und deswegen schicke ich ihm jetzt das alles mal rüber, in der Hoffnung, dass er das nicht merkt. Leons Management wollte dann aber auch noch einen Vertrag aufsetzen. Das ist völlig normal und auch völlig in Ordnung. Deswegen habe ich meinen befreundeten Anwalt mal gefragt, ob der mir so ein Ding aufsetzen kann. Danke, dass du so schnell Zeit genommen hast, um einen Vertrag für mich aufzusetzen. Leons Management wollte ihn ja unbedingt haben, aber meinst du denn, dass ich damit safe bin? Keine Sorgen, Junior. Passt alles. In dem Vertrag stand dann alles Wichtige drin, zum Beispiel, dass sich Leon daran hält, was gesagt werden soll, ich ihm Summe X bezahle und ich im Nachhinein auch das Material redaktionell nutzen darf. Eigentlich ist der Vertrag unterschrieben und alles ist in trockenen Tüchern, aber jetzt kommt im Nachhinein das Management doch nochmal an und möchte 50% des Geldes vorher haben. Ist nicht unüblich, aber das spricht man eigentlich vorher ab. Aber wir machen es möglich, denn Corcovado Promotions ist die beste Agentur der Welt. Heute ist der Tag gekommen, an dem er das posten soll. Und ich habe so ein bisschen Bange, dass ich jetzt nichts bekomme am Ende des Tages. Ich muss auch gestehen, dass ich den... Oh. Wenn wir jetzt gerade schon vom Teufel sprechen, habe ich jetzt eine Nachricht bekommen vom Management. Er kann wohl die Geheimzutat nicht aussprechen von der Creme, die ich ihm geschickt habe. Und er fragt, ob ich ihm davon eine Memo schicken kann, wie man das denn ausspricht. Hi Sören, ich frage ihn gleich mal. Sören hat er sich genannt, Sören Larsen? Den von Schalke, na klar, ne? Also von der Uhrzeit ausgemacht war ja heute. Ja klar, haben wir doch abgesprochen. Also hängt es gerade an dem Wort Pipi. Gab's ja vorher öfter Probleme, man spricht es, wie man es schreibt, das C. Würde es vielleicht möglich sein, dass du es mir als... Ach so, dann hat er gerade gesagt, ne? Problem ist, ich kann das natürlich jetzt nicht selber machen. Yo, Pascal, kannst du mir mal helfen? Ich wollte doch Leon Mascher für Hydrohype bekommen und jetzt weiß er nicht, wie man Pipi-Kaka-Seed-Oil ausspricht. Kannst du mal so tun, als wenn du der Kunde wärst und mir eine Sprachnachricht schicken, wie man das ausspricht? Denk aber bitte dran, ich heiße Sören Bruns und nicht Marvin Wildhage. Mensch, Sören, ich wollte gerade eben das Business-Handy weglegen. Da hast du mich noch auf den Sprung erwischt, aber es ist gar kein Problem. Am Ende des Tages muss die Kampagne stehen. Es spricht sich ganz einfach aus. Würde ich die Memo kriegen? Keine Ahnung, vielleicht auch jetzt mit dem Wissen, dass es verarscht ist. Hört sich sehr... Der lacht zu viel, finde ich, in der Memo, oder? Ich meine, am Ende des Tages wird es reichen, aber der lacht ein bisschen zu viel. Die Tonlage ist irgendwie so auf Verarscher angelehnt. Wirkt so gestellt irgendwie, finde ich. Genau. Man hört das Grinsen raus, das meine ich. Perfekt beschrieben. Die Grinsekatze, du. Hat die Grinsekatze mal eben kurz die Memo aufgenommen. Aus Pipi Kaka Seed Oil. Noch bitte genau so das Wording behalten, weil es ein geschützter Begriff ist. Ey, Pascal, du bist wirklich, wirklich ein Genie. Dass du auch noch sagst, dass das ein patentierter Begriff ist. Mega gut, das leite ich ihm weiter.
Pipi Kaka wollte Leon einfach nicht sagen. Und das finde ich auch in Ordnung, wenn ihm das halt unangenehm ist. Da hat er seinen Mann gestanden und ist bei seiner Meinung geblieben. Und dann ging die Story online. Kein Bild, ja, weil einmal diese komische Pillemann-Werbung da gekommen ist. Und dann ging die Story online. So, Freunde, jetzt nochmal einen kleinen Tipp für die ganzen Leute, die sagen, ey, wie kann ich meinen Tag perfekt starten? Ja klar, Sport. Aber man darf, ey, viele Leute vernachlässigen das. Creme. Man muss die Haut auch eincremen. Jeden Tag. Und das mache ich in den letzten Tagen. Jeden Morgen. Mit Gleitgel, Bruder. Ja, du bist der Typ, der sich jeden Morgen Gleitgel volle Möhre in die Fresse. Hm? Ich hoffe, er macht's auch noch im Video vor. Dann glaube ich dir. Mit der Creme von Hydrohype, Skincare, sehr erfrischend, kann ich nur empfehlen, wirklich, damit startest du den Tag, sehr erfrischend. Und was ich nochmal als Insider sagen kann, ist, das Produkt ist 100% Bio, 100% vegan und frei von Tierversuchen. Und rate mal, wer sich nicht ans Briefing gehalten hat. Wieso, was hat er gefehlt? Na, er hat Hydrohype falsch ausgesprochen, er hat die Creme nicht angewendet und die geheime Zutat, Pipi Kaka Seed Oil, nicht genannt. Ja, war ich schon ein bisschen enttäuscht. So, Freunde, das ist auf jeden Fall die Creme. Die ist so ein bisschen durchsichtig. Das ist die Creme von Skincare. Die benutze ich. Skincare? You got one job, man. One job. Only one job. Skincare, meint er den Skriniar, der gerade in Tots drin ist? Ja, ne? Willst du mich verarschen, Junge? Ich kann auch nichts dafür, dass ich den 10-mal im Pack gezogen habe. Will der mich hier gerade verarschen? Skincare. Reiß dich zusammen, Kerl. Steht eine Menge auf dem Spiel. Ich dann jeden Morgen und ich muss sagen, direkt fresh. Ja, ja. Die Haut ist gut befeuchtet und man sieht direkt so ja. Fresh aus. Voll krass, Alter. Hat er gerade der Creme schon wieder einen anderen Namen gegeben? Also eben hat er doch gesagt, sie heißt Hydrohype, jetzt heißt sie nur noch Skincare. Dabei heißt sie doch einfach Hydrohype, das weißt du wie das Kind. Und jetzt flunkert er auch noch und sagt, dass er die jeden Morgen benutzt. Das glaube ich aber nicht, weil erstmal ist die Creme noch voll und zweitens hat er die noch gar nicht so lange. So, Leute, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Und wie gesagt, nochmal am Ende, Hydrohype ist nur in ausgewählten Biomärkten erhältlich. Deswegen checkt das einfach ab. Geht auf Instagram, checkt es uns da ab oder swipet einfach hoch und checkt die Webseite. Viel Spaß. Und ist was aufgefallen? Richtig, der Text fehlt schon wieder. Und trotzdem hat das gepostet. Und das meinte ich dann auch zum Manager. Und der sagte, es wurde aber vieles gut umgesetzt. Aber das funktioniert ja auch nicht beim Autokauf. Scheiße war da, der soll nochmal machen. Umgesetzt wurde und das ansonsten nur die Hälfte von Geld. Schließlich haben wir auch einen Vertrag, wo drin steht, dass wir alles einvernehmlich machen. Oh. Aber dann kam der Manager mit einem Kompromiss um die Ecke, dass die halt noch ein Foto nachträglich posten. Wat? Hi Sören, also ich habe ja auch nochmal die Storys mir angeschaut. Letztendlich hat ja Leon vieles gesagt und gut umgesetzt. Blödsinn. Aber ich verstehe auch eure Positionierung. Ich kann mal mit Leon sprechen, aber was ist mit mir? Junge, was ist denn das für eine Sprache, was der da schreibt? Ich kann mal mit Leon sprechen, aber mir... Was mir im Kopf verwirrt? Ich bin auch verwirrt, wie du schreibst, Junge. Wäre das vielleicht als Zusatz ein Bild in die Story zu posten, wo der Kunde nochmal seine Institution... Eine Intuition. Perfekt, Bruder. Lesen war immer meine Stärke. Verfasst mit einem Swipe-Up-Link. Ja, schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Mit dem Text, den wir vorgeben. Und das fand ich eigentlich super. Das Bild habe ich nicht bekommen, aber dafür die Rechnung für die zweite Summe. Die habe ich dann auch sofort bezahlt, weil er ja vieles gut umgesetzt hat und zumindest was gepostet hat. Ach lull, der hat wirklich die Summen überwiesen? Dann hat er das schon mal gesagt? Ich kann lesen, ich mache Spaß für Klicks. Extra falsch lesen. Ich mache Spaß. Ey, da, ohne Scheiß. Was hat denn dann bitte das Video gekostet? Weil das wird nicht billig gewesen sein. Egal ob Snapchat oder sonst irgendwas. Das wird nicht billig gewesen sein. Von Gion gesponsert, okay. Sagt er am Ende, okay. Ja gut, dann beißt bei mir in den Kopf, wenn er da alles selber bezahlt hat, Alter. Dann wäre das ein teurer Spaß gewesen. Leons Manager hat mir jetzt nochmal geschrieben, dass er gerne telefonieren würde, um über alles zu sprechen. Das heißt, morgen Nachmittag habe ich ein Telefonat mit ihm, um eine Lösung zu finden. Jetzt sag mir aber, ja muss ja eigentlich, ne? Das ist der Manager, der bedroht. Wo sowieso der Client sehr, sehr schwierig auch in Bezug auf solchen Aktionen war. Gion? Was für ein Gion, Alter? Join, der hier, der Fernsehsender.
Oder der Internetfernsehsender. Hab ich doch gesagt. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Wir können das auch abbrechen hier. Ich breche das hier ab. Ihr macht die Hausaufgaben alle zu Hause. Ich erkläre hier gar nichts mehr. Und wer Montag die Hausaufgaben nicht hat, morgen kriege ich eine 6. Das ist eine 6 für Sie dann, ne? Ich bin mal gespannt, wo das Ganze hinführt. Hi, servus, hi. Und weil ich Telefonate nicht heimlich... Ich weiß genau, wer das ist, ne? Das ist nicht die Originalstimme, das ist dieser eine Typ, oder? Der eine ist das, ihr wisst doch wer. Der hat mal ein Video gehabt, mit wo der Farid Bang und keine Ahnung was. Ist der das? Das ist doch nicht die Originalstimme. Weil der hört sich ähnlich an. Wenn ich aufzeichnen darf, habe ich das Ganze nachsprechen lassen. Und zwar vom Sprecher von SpongeBob. Ich wollte das Gespräch, ehrlich gesagt... War doch der Sprecher von SpongeBob? Okay. SpongeBob nie geguckt, ne? Ich stehe einfach auch nicht so auf Elefanten, die sprechen, Alter. Sag doch kurz fassen. Ich verstehe langsam, wie das Ganze abläuft und welche Richtung das Ganze nimmt. Mhm. Wir haben mehr gepostet, als es soll. Und da kommen komische Verbesserungen, wo ich mir denke, wohin das Ganze jetzt führen soll. Komisch waren die Sachen eigentlich nicht. Nur das, worauf wir uns vorher einvernehmlich drauf geeinigt haben. So wie es im Vertrag drin stand. Aber umgesetzt wurde es halt nie. Ich finde das krass, dass ihr sagt, ihr zahlt was und dann kommt das Geld nicht an. Wieso kam das Geld nicht an? Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Na, ich hab dir ja den Zahlungsbeleg, habe ich dir ja beide Male geschickt. Ja, das ist gut, aber es ist nichts angekommen. Wir sind natürlich auch ganz genervt. Ihr habt eigentlich eine Promo für einen guten Preis bekommen. Ich verstehe nicht, was das Ziel jetzt vom Ganzen sein. Darüber haben wir doch gesprochen, Jungs. Soll. Hat er recht, der Preis für die Story war wirklich fair. Da möchte ich auch gar nichts gegen... Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn das gar keine Synchronisation ist, sondern der Typ da wirklich so gesprochen hat, ne? Zahlung nicht bekommen, hat Zahlungsbeleg, alles gekriegt, einfach nicht gekommen. Hat er einfach ausgezahlt und vergessen, dass er ausgezahlt hat. Geld kam nie an. Ey, das muss ich mir merken, ne? Das ist eine sehr gute Masche für meine nächsten Placements. Hallo XY, ich merke gerade, wo das Ganze hier hingeht. Da kommen komische Verbesserungsvorschläge. Wenn ich den Namen falsch aussprechen möchte und 90% des Textes weglassen möchte, dann ist das mein gutes Recht. Und das ist alles komisch gerade. Und die Auszahlung, wo ihr mir die Bestätigung geschickt habt, die ist auch noch nie angekommen. Ne? Was ist das für ein Blödsinn, Alter? Kannst du dir da nicht ausdenken. Sagen, aber er sagt halt, dass ich nicht bezahlt hätte. Und das stimmt nicht, weil die erste Zahlung ging vor der Produktion raus und die zweite direkt nach der Veröffentlichung. Dass das natürlich ein paar Tage bei der Bank dauert, ist ja klar. Naja, die grundsätzliche Thematik, die halt für uns und auch für den Kunden schwierig ist, ist... Aber wieso spricht er denn jetzt selber? Dann, er wollte die Memo nicht schicken und jetzt spricht er trotzdem selber. Das ist, hast du da nicht nachgedacht, Junge. Das ist ja Fehler in der Matrix, Gär, Junge, was machst du denn? Ist, dass ihr das Briefing lange genug vorher hattet und sich am Content daran nicht gehalten wurde. Dann sind wir euch entgegengekommen, indem wir gesagt haben, okay, das Seed Oil, das muss man da jetzt nicht unbedingt nennen, wenn Ihnen das unangenehm ist. Verstehe, schon gut. Aber das ist keine Art. Ich glaube langsam, dass ich hier mit Betrügern zu tun habe. Ganz ehrlich, das Gefühl hatte ich da auch gerade. Ich habe wirklich langsam die Schnauze voll. Das wird mir echt zu viel. Dauernd sollen wir irgendwelche Verbesserungen geben. Wir posten viel und dann das Geld. Ich möchte erstmal das Geld haben. Sonst müssen wir uns das Geld selber holen. Irgendwie auf eine Art. Wer Übles denkt, würde jetzt sagen, der bedroht mich. Nein. Mhm. Macht er nicht. Die Äußerung war keine Drohung. Hör mal, im Chat, das kannst du doch ganz leicht entkräften. Ohne Scheiß, das kannst du doch alles ganz leicht entkräften. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Freispruch. Ich habe Spaß gemacht. Aber ich glaube, der ist einfach mit seiner Bank unzufrieden, weil das so lange dauert.
Am liebsten wäre er direkt nach Berlin gekommen und hätte das Geld abgeholt. Richtig. Bar, Kryptowährung, PayPal, alles. Ich hätte ihn bei Meckes eingeladen. In manchen Ländern kann man sogar mit Muscheln zahlen. Ihr seid, kommt doch aus Berlin, hast du gesagt? Genau. Ja, genau, wie gesagt, wenn wir jetzt nicht langsam Zahlungseingang sehen, dann sind wir quasi gezwungen, um das Geld selber zu holen. Und wieso ist das wichtig, dass wir da aus Berlin kommen? Ich wollte es ja nur mal sagen. Ich glaube, wir sind in Berlin ganz gut connected. Ihr könnt euch vielleicht mal über den Namen Müller beschäftigen. Und dann habe ich natürlich recherchiert, wer diese Familie Müller sein soll. Und ich habe einfach nichts gefunden. Hab dann all meine Rap-Kollegen gefragt und keiner kennt diese Familie Müller. Ist ja komisch. Wenn nicht, dann sehen wir uns eben gezwungen, uns das Geld selber zu holen. Verarschen lassen wir uns nicht. Warum denn Verarsche? Die Verarsche ist schon längst vorbei und Leon hat's gepostet. Ich glaube, die einzige Verarsche ist hier die Bank, weil die so lange braucht. Weil es ist ja nun mal so, dass ihr es so hochgeladen habt, wie es nicht vom Kunden abgenommen war. Und wir haben es dann zigmal angepasst, sind euch da entgegengekommen und dann wird es trotzdem anders gepostet. Und dann ist man im Nachhinein nicht mal bereit, sich das anzuhören, was überhaupt das Problem ist. Und uns jetzt zu unterstellen, wir würden das nicht bezahlen, obwohl wir euch einen Zahlungsbeleg haben, finde ich eigentlich ja, schwierig. Okay, ja, wie gesagt, erklär das bitte, dass das Geld ankommt. Wir lassen uns langsam nicht mehr verarschen. Habe ich gecheckt. Beide Zahlungen sind pünktlich rausgegangen. Was ich aber auch gecheckt habe, ist ihn als Person. Ich habe gelesen, dass er bei einem der größten Medienkonzerne arbeiten soll. Und da habe ich meinen Chef angehauen. Der hat extra im Verzeichnis nachgeguckt und hat keinen mit seinem Namen gefunden. Ich möchte bitte, dass ihr euch um die Zahlung kümmert. Wenn nicht, dann holen wir uns das Geld selber, ja, weil... Aber wie... Ich verstehe... Bruder, wie oft... Wie oft sagt der bitte, wir holen uns das Geld selber? So oft, wie der das gesagt hat, hätte er doch schon längst anklingeln können, oder? Nicht, worauf du hinaus möchtest. Was meinst du denn mit Geld selber holen? Das hört sich ja fast so an, als ob ihr irgendwo irgendjemanden vorbeischicken wollt, der irgendwie gewaltsam Druck ausübt. Ich sag ja, vielleicht, nein, hey. Nö, das habe ich nicht gesagt. Ich habe dir nur gesagt, wir möchten das Geld haben. Wenn nicht, holen wir uns das Geld selber. Über welchen Namen sollte ich mich nochmal informieren? Informier dich über den Namen Müller. Wie schreibt man das? M-U-L-L-E-R. Müller. Alles klar. Werde ich mal recherchieren, werde ich mal durchlesen. Und kannst du mir Bescheid sagen, wenn das Geld angekommen ist? Alles klar. Schade, dass wir da zu keiner Einigung gekommen sind, aber dann ist das wohl so. Jo, ciao. Tschüss. Man muss aber sagen, du warst gleich nervös in dem Telefonat, oder? Ja, natürlich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das so eskaliert. Eigentlich bin ich da reingegangen, in der Hoffnung, eine Lösung für alle aber zu Thomas finden. Müller, ne? Aber dass das so aggressiv wird und so eskaliert, damit hätte ich nicht gerechnet. Und vor allem, wenn er mir mit Familie Müller droht, da geht mir der Arsch auf Grundeis. Ein paar Stunden nach dem Telefonat habe ich dann aber noch eine Memo von ihm bekommen. Du Sören, ich melde mich nochmal. Ich glaube, da gab es ein paar Unklarheiten. Die erste Zahlung, die haben wir erhalten. Sondern es geht um die zweite Zahlung. Und lass uns bitte die Sache mit der Familie diskret halten. Okay? Danke dir. Wir hören uns. Schon ein bisschen schwierig, wenn du einen Manager hast, der in der Öffentlichkeit für dich arbeitet und dann so mit der Tür ins Haus fällt, sollte man sich überlegen, ob das der richtige Typ ist. Das war die Hydrohype-Trilogie. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Und als Resümee bleibt mir eigentlich nur zu sagen, dass es natürlich viele Influencer gibt, die für jeden Blödsinn werben und die jede Woche ein neues Lieblingsprodukt haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Influencer, die sich mit den Produkten auseinandersetzen und auch mal Nein sagen können, wenn es darum geht, jeden Schrott zu bewerben. Werbung ist nicht immer scheiße und erst recht nicht jeder Influencer. Und wenn dir die Trilogie gefallen hat, dann würde ich mich freuen, meinen Kanal zu abonnieren und Hashtag Hydrohype in die Kommentare zu schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Sag mal, wie viel hast du denn jetzt eigentlich für den ganzen Spaß ausgegeben? Es war schon eine Menge, so ein bisschen mehr als 10.000 Euro. Warum bereust du das Geld ausgegeben zu haben? Nö, war doch lustig. Drehschluss? Drehschluss. Wo ist eigentlich meine stichsichere Weste jetzt? Exklusiv nur bei Familie Müller, die gar nicht existiert. Oder wahrscheinlich 80 Millionen Mal in Deutschland. Aber Ende, es war kein klarer Abschluss. Glaubt ihr, da ging noch heißer her? Glaubt ihr, das ging danach noch heißer her? Der Abschluss war ein bisschen unbefriedigend, fand ich. Da war kein richtiger Abschluss jetzt. Ja, nicht eine Auflösung nicht mal, aber wie das damit weiterging. Weil das letzte war ja nochmal mit hier, halt das diskret und dann wurde einfach so, kann gut sein, dass danach Action gemacht worden ist, ne? Ja, manche Sachen, man weiß ja, die kann ja vor Gericht gehen oder so, dann darfst du sowas halt nicht im Video droppen, ne? Machst dich angreifbar mit. Ende war ein bisschen unfair, aber die ganze Aktion, Alter, sehr, sehr nice, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Weitermachen! Und hier den Kanal abchecken, ne, von dem Marvin immer. Ja.
Guter Content, hör mal.